abstimmen lassen auf wefans.de, was wir denn als nächstes durchzocken sollen. Und die Entscheidung ist gefallen. Mattes zockt es. Was wir zocken, seht ihr wahrscheinlich schon hinter uns. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an. Wir fangen an, genau. Mit den Super Mario Brothers. Genau, wir machen alles ohne... Ohne Warp. Ohne Warp. Warp dich rein, gib alles. So wie... It's an awesome game. Guck mal, das ist Mario. Wer kennt ihn nicht? Mario. Sein erster Auftritt. He's jumping around. The Pilz. The Pilz. Wer kennt ihn nicht? Mein erstes Nintendo-Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ehrlich? Ja, it's awesome, ne? It's totally awesome. Ich weiß gar nicht, ob es bei mir zuerst ein Gameboy mit Tetris. Vergiss es. Yeah, take the life with you. Take this life. Also, falls ihr das eben noch nicht mitbekommen habt, wir haben uns entschlossen, wenn wir das dann schon zocken, dann sollten wir es auch am Stück komplett zocken und dann ja, ohne... wir wollen ja kein 5-Minuten-Video machen. Ohne Warp-Möglichkeiten. Also wir springen nicht durch die Levels. Wir sammeln auch fast alles ein hier, weil wenn wir alles mitnehmen, dann müssen wir auch... Wir müssen einen Highscore machen. Urr. 5000 Punkte! Das war das erste Level! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Yeah, ciao! Ach ne, es geht noch weiter. Wann kommen eigentlich diese Explosionen immer? Ja, das könnte ich mir mal aneignen, dieses Wissen. Ich glaube, das hängt irgendwie damit zusammen, wie viele Punkte du hast und wie viel Restzeit noch übrig ist. Meinst du, da gibt's eine Verbindung, ja? Gibt's eine Verbindung, ja. Die! Wir müssen alle Münzen mitnehmen. Hier brauchen wir ein Leben, bis der Arzt kommt. Unbedingt. Und das hier, den so abzuschießen, ne? Ja. Das geht auf der All-Stars-Version nicht. Ha! Das ist mal so viel zum Thema, wir haben die voll neu gemacht, die Spiele. Ja klar, voll neu. Das war wahrscheinlich nie beabsichtigt, den so abschießen zu können. Wahrscheinlich nicht. Ja, das sind natürlich 500 Wii-Points, die einem auch alles wegrocken. Für 80 Stunden Spielspaß. Der schießt hier die Goombas ab, ey. Dass sich da nicht mehr Leute so ein Beispiel rangenommen haben, das war ja so Hammer. Das war totally awesome. Ja, hat sich so gut gespielt und es war auch so simpel vom Spielprinzip her. Es hatte halt nur einen Haufen Levels und versteckte Leben und man konnte über den Screen entlang rennen. Also Wahnsinn, man konnte hinter die Screenanzeigen laufen. Aber das wird der Mattes jetzt nicht machen. Ich muss mich total konzentrieren. Richtig. Because this game is so heavy, dass ich total zusammenzucke, wenn ich denke, ich spring ins Loch rein. Help! Heavy Weapon Guy. Noch irgendwas. We don't need a flower. Da. Gib alles! Ah, fuck. Bam! 86 Münzen. Das hast du sehr schön gemacht. Danke. Wir nähern uns dem Schloss. Dem Ende des Spiels? Ach nee. Nee, das Ganze hat ja 8 Welten. Ja. 8 Welten, jeweils in 4 Stages unterteilt. Und Mario, unser Klempner hier, kämpft hauptsächlich gegen Goombas und komische Schildkröten. Koopas? Tja, jetzt darf ich mal mitfiebern. Mal schauen, ob sich mein Gesicht auch so verliebt. Ich habe ein Leben. Ja, du hast ein Leben bekommen. 100 Münzen, ein Leben. Das war ja mal total. Wow, das müssen wir uns nachher nochmal in der Super Slow-Mo ansehen. Yes! 5000 Ich habe vergessen, Points. Was ich sagen wollte. I'm sorry. Ist schlimm. Es war so aufregend gerade. Yeah, totally awesome. Die Schlösser werden noch immer größer, ne? Je näher man dem Ende kommt. Ach, jetzt sind wir schon im Schloss. Das erste Schloss. Da ist man damals echt da ging einem die Muffe, es war unpackbar. Oh, hallo. Ging gar nicht. Selbst jetzt die Muffe, weil ich. Gott, ist das übel. Noch ist alles gut. Noch ist alles gut. Oh. Nee. Jump. Da gibt's auch versteckte Münzen. Echt? Ja. Oh ja, ich hab sie jetzt auch. Shoot 'em up! Killer! Die! Warum fällt da dein Goomba runter? Turning to Goomba. Was ist das? Golden Axe? Dieses Teil, was du nimmst. Ja. Er nimmt sich die Axt, holt die Tür ein. Guck mal, was der dick ist. Und findet. Dieser Toad. Findet Toad.
Thank you, Mario, but our princess is another castle. Welt 2! Yes! Geht voll ab hier! Die sieht sonst keiner! Nee! Sehe ich noch nicht mal sonst. Hast du es eigentlich schon mal durchgespielt gehabt? Nein, das ist es ja. Das wäre jetzt mein erstes Mal, weil ich immer in diesem scheiß letzten Schloss verrackt bin. Okay. Also machen wir uns jetzt gefasst auf das letzte Schloss. Ja, kämpfen uns jetzt 10 Stunden hier durchs Spiel. Weil ich dann wieder 13.000 Mal sterben werde. Und am Ende können wir den durchgezockt Schriftzug durchstreichen und sagen, tja, Medese, du bist leider gescheitert im letzten Level. Also ich hab's durchgespielt. Aber ob ich es am Stück schon gespielt habe, ganz ehrlich. Darf ich den nutzen? Ja, take it. Ist das kein Warp? Nee, nee. Das ist ein Münzenstage. Das ist ein Münzenstage? Und wir hören wieder den Jingle. Es gibt nur zwei Warp-Dinger, oder? Im zweiten Level und in der vierten Welt. Ja, ich meine, es gibt auch noch irgendwo anders welche, wo du ins siebte Level springen kannst. Fuck! Eine Münze! Wir haben verloren. Sammeln Sie Münzen! Der das wollte ich eben sagen. Es gibt nur Münzen. Und nichts anderes einzusammeln. Wirklich Münzen. Übles, ne? Münzen. Pilze. Bei Münzen. World hast du halt am Ende noch das Tor, wo du Punkte kriegst oder sowas. Zack. Ja, Münzen gibt's für die Leben. Jetzt bin ich fast drüber geflogen. Was passiert denn eigentlich? Das geht leider nicht. Das geht gar nicht? Nee. Man hat einer gesagt, das geht. Ja? Wer hat das mir gesagt? War mal wieder so Gerüchte. Was war das wieder für eine... Ja, ich glaub, das war ein Gerücht. Ein Gericht. Ein Gericht. Ein Nudeln. Ungerücht. Nee, das haben die gegessen. Doch, die essen doch Nudeln, ne? Das sind Spaghettifresser. Oh Gott, die haben nur Angst vor mir. Aber wir essen natürlich auch Spaghetti gerne. Schieß ja. Ja, die schwimmen nur von dir weg, wenn sie... Wenn ich klein bin. Richtig. Dann haben die Angst. Und so sind die voll aggro. Aber ich bin ja Was ist das für ein Gegensatz? Haben die Angst vor kleinen Marios? Zum Glück bin ich ja... Fireman. Und da wirst du immer angezogen, ja. Ja, Fireballs, Underwaterballs. Das sind bestimmt Magnesiumbälle. Magnesiumbälle. Ja, es gibt doch diese Magnesiumfackel. Wo haut der denn ab? Der ist unentschlossen. Das ist wahrscheinlich der Vater. Ah! Mario ist unpackbar. Der kann schwimmen, bis der Arzt kommt. Er stickt nicht. Nee. Underwater. Er stickt nicht? Was stickt er denn? Nein. Er will nicht sticken. Er kann nicht ersticken. Stricken. Ins Strickental. Ins Stickental. Ins Stickental. Schude. Oh. Lieben gerne, aber... It's a side-scroller, man. Von links nach rechts. Und diese Regel wird auch nicht gebrochen. Nee, kein einziges Mal. Geht immer von links nach rechts. Bei Mega Man hatten wir ja schon den Fall, da ging es auch mal nach oben und nach unten. Aber hier, from the left to the right. Gab's da irgendwas, wenn man eine bestimmte Punktzahl erreicht hat? Nee. Bis auf im Videospielautomaten deinen Highscore zu sehen, ohne einen Namen hinterlegen zu können. Wow! Run! Das war's schon! Jetzt wurde er getroffen! Fishman! Der Sprungsound ändert sich und Mario ist klein, kann aber genauso hoch springen, er kann nur nicht mehr schießen. Und wenn er jetzt nochmal getroffen wird, ist er tot. Falls das noch keiner weiß! Ah! Wir sind ja. It's a fish in my ass! Wir sind ja eine informationsbetuchte Sendung. Natürlich. Hüpfen Sie! Wow! 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 Übrigens, wenn du die 1 loslässt, dann kann der dann springt er auch etwas kürzer. Oh, I'm pressing the one all the time. Yes, it's the run button. It's the run button. Das ist schon die zweite Burg. Wahnsinn, oder? Gibt's immer nur 4 Level? Du legst ja echt einen Affen-Tempo. Das ist Wahnsinn, oder? Ich will heute 7 Leben. Record brashen. Gut. Ich weiß nicht, ob es komplett. Wow! Yes! Dann können wir die Feuerbälle abschießen. Ist so horrorhaft, die Musik. God, I hate that music so much. Was ich ja interessant fand, hier beim ersten Teil, wenn du zu zweit spielst, wenn Luigi die Feuerblume hat, sieht er genauso aus. Dann kannst du sie nicht mehr auseinanderhalten. Sonst ist Luigi ja... Ah! Pain! Yes! Sonst ist Luigi ja jetzt darf ich die Münzen einsammeln, das ist doch auch was. Ja, das ist natürlich sehr vorteilhaft. Got a trick! Yeah! It was a power jump. The golden axe. Oh, keine Prinzessin. Will er nicht. Sag mal, warum hat er so ein riesen Verlies und dann steht er ein Tod? Und der freut sich auch noch. Der steht den ganzen Tag da und freut sich. Yay! Oh, it's night. Jupp.
Und wieder unser berühmtes Jingle. Der Pilz. Pilz. Das ist gut. Es gibt ja so viele Mario-Parodien. Ich glaube, das sind auch die am häufigsten verwendeten Videospiel-Sounds. Boah. Wenn man irgendwelche Fan-Videos sieht oder so. Was ist das denn? Ja, kannst du auch alles abräumen. Wow, Feuer, das hat sich Feuerblümchen. Kriegt man auch Punkte für, wenn man die kaputt macht, ne? Ja. Das lohnt sich ja hier nicht. Wir sind ja irgendwo. Wir wollen ja keinen Highscore breaken, wir wollen das Game durchzocken. Und zwar ich will ja Münzen sammeln hier. Lege gerade mal fest, ohne einmal zu sterben. Ja, natürlich. Selbst ich bin ja auch...